Mahlzeit, einen wunderschönen guten Tag. Erib spielt Cities Skylines. Ich habe mir in dem Editor, den es hier gibt, zwei Objekte erstellt. Zum einen dieses hier, einen unterirdischen Kreisverkehr, den man vielleicht später hier einfügen könnte. Obwohl ich meine, Kreisverkehr ist Kreisverkehr. Das Ding ist halt nur, er ist unterirdisch, das heißt, ich kann da drüber, so ist zumindest meine Hoffnung, etwas bauen. Den werde ich hier gleich hinmachen. Das andere ist hier diese Autobahnauffahrt. Die werde ich jetzt hier einsetzen. Und ja, ich sehe gerade, hier staut es sich schon wieder so derbe. Na gut, das muss ich gleich gucken. Jetzt will ich erstmal diese Autobahnauffahrt. Erstmal pausieren, bitte. Will ich mal hier gerade einsetzen. So sieht sie aus. Zack. Und dann müssen wir die jetzt noch hier mit verbinden. Einmal der, einmal der. Und hier einmal der und einmal der. So, das Prinzip ist ganz simpel, ihr seht das ja. Ich habe unter der Autobahnbrücke einfach einen Kreisverkehr gemacht. Wie gesagt, ich hatte das in irgendeinem Let's Play gesehen, ich weiß leider nicht mehr von wem es war. Ich würde ihm gerne Credit geben an dieser Stelle, aber ich weiß es wirklich nicht. Das Prinzip ist eigentlich super simpel, das heißt, ohne hier großartig Brücken und drumherum bauen zu müssen. Einfach ein Kreisverkehr, da können die Autos hier runterfahren, einmal durch den Kreisverkehr fahren und hier oben wieder drauf fahren. Das ist zumindest so die Hoffnung. Und ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. So, und dann werde ich nämlich jetzt, nachdem ich diese Autobahnauffahrt gemacht habe, hier noch diesen unterirdischen Kreisel hinsetzen. Wo ich auch mal echt gespannt bin, wie das funktioniert. Den könnte man von mir aus gleich hier oben an die Autobahn dran setzen. Oder? Sieht das gut aus? Versuchen wir es mal. Ne, das Prinzip ist ganz simpel. Ich kann jetzt im Idealfall, so wie ich mir das vorstelle, kann ich hier drüber noch zum Beispiel noch einen Kreisel bauen. Und wenn das funktioniert, dann kann ich das natürlich auch weiterhin so bauen. Zum Beispiel auch mit den Kreisel hier, mit den kleinen Kreiseln, ohne dass ich da jetzt eine Vorlage für habe. Aber das Prinzip bleibt ja gleich. Das stelle ich mir ziemlich geil vor eigentlich. Weil man dann hier oben natürlich kein Bauland großartig verschenkt. Ich bin mal gespannt, wie das angenommen wird, wie das funktioniert. Ob das funktioniert. Das heißt, am besten verbinde ich jetzt diese Straße hier noch irgendwie damit. Ja. Machen wir auch. Aber anders. Aber anders. So ungefähr. Und dann kommt die da dran. Sieht natürlich jetzt ein bisschen blöd aus. Hier habe ich jetzt die Bäume hier unten nicht mehr. Aber passt schon. Und dann ist ja theoretisch jetzt hier noch eine Autobahnauffahrt möglich. Das heißt, ich mache mal gerade Play und gucke mal, wie das aussieht. Es entlastet natürlich die Geschichte hier oben immer noch nicht. Aber da wüsste ich jetzt auch so spontan nicht, wie ich das am besten mache. Außer vielleicht, dass ich die Straße hier verlängere und direkt in den Kreisel führe. Aber ich glaube, dadurch belaste ich den Kreisel einfach nur noch mehr. Ob mir das wirklich weiterhilft, weiß ich nicht. Glaube ich nicht.
aber irgendwas muss hier auf jeden Fall passieren. Denn man sieht ja auch, die Polizei steht jetzt hier im Stau. Anstatt dass sie einfach eine der vielen freien Spuren benutzt, reiht sie sich hier ganz gemütlich ein, obwohl die linke Spur komplett frei ist. Könnte sie an dem ganzen Stau vorbeifahren. Aber das funktioniert in diesem Spiel leider nicht, dass alle Spuren benutzt werden. Ich hoffe, dass es da mal irgendwann einen Bugfix gibt, irgendwann ein Update gibt, dass das auf jeden Fall hier geregelt wird. Man könnte den Stau zwei Drittel quasi verkürzen, wenn man einfach alle Spuren benutzen würde. Na. Ich möchte mal so einem Auto folgen hier. Durch den Tunnel. Da fährt er durch den Kreisel. Und kommt gleich hier wieder raus. Voll geil. Ich bin wahnsinnig begeistert, muss ich sagen. Nur von diesem Stau hier bin ich wahnsinnig nicht begeistert. Okay, jetzt habe ich meine Kamera in der Höhe verstellt und weiß gerade nicht, wie ich sie wieder umgestellt kriege. Tastenbelegung. Rotationsmodifikator, mittlere Maustaste. Oder? Nee. Der funktioniert nicht. Mittlere Maustaste funktioniert nicht. Blöd. Warum funktionieren denn die Tasten alle nicht? So, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir diesen Kreisverkehr hier auf irgendeine Art und Weise entlastet kriegen. Ich meine, ich kann mir diesen ganzen Kreisverkehr sparen, da sie die Straßen ja eh nicht benutzen. Das ist völlig sinnlos, das ärgert mich tierisch, das regt mich wahnsinnig auf, ehrlich. Ich habe hier drei Spuren und es wird nur die mittlere zugestellt. Das finde ich super kacke. Okay, ich werde mal gerade das Spiel speichern und werde mal testweise hier noch eine Straße hinbauen. Die kann ja eigentlich auch einspurig oder zweispurig sein, da sie das ja eh nicht großartig benutzen, was ich hier baue. Na, das funktioniert ja wieder super. Okay, das funktioniert alles richtig scheiße, was ich hier mache. Jetzt habe ich es ein bisschen verwirrt. Das ist aber doch jetzt hier keine Autobahn, was ich hier stehen habe. Achso, nee, dafür muss ich den hier machen. Und dann könnte ich hier jetzt theoretisch, so ist mein Gedanke, in der Praxis funktioniert das leider nicht, kann ich das so machen.
Jetzt habe ich hier leider eine Ampel reingebaut, die ich eigentlich nicht wollte. Nee, das ist doof. Diese Sirene geht mir gerade tierisch auf den Sack. So, mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Eine großartige Stadt mit D. Das T ist, glaube ich, auch noch dahinter. Ein Solarkraftwerk kann ich bauen. Das ist gut. Jetzt habe ich natürlich hier das Problem, dass die Autos hier anhalten. Ohne Ampel. Hier gilt irgendwie rechts vor links jetzt an der Autobahnauffahrt. Völlig sinnlos. Und so wirklich weiterhelfen tut mir das auch nicht. Das ist ja jetzt richtig übel, wie die hier fahren. Wie sie wollen, wie sie lustig sind. Hilfe. Hier fahren sie jetzt wirklich, wie sie lustig sind. Ja, das hat mich nicht wirklich weitergebracht. Und ich habe jetzt nur noch mehr Stau verursacht, indem ich hier auch noch eine Autobahnauffahrt reingepackt habe. Ganz, ganz übel. Ganz, ganz übel, was ich hier jetzt gemacht habe. Scheiße. Das ist genau das, was ich in meiner alten Stadt hatte und was ich in meiner neuen Stadt unbedingt vermeiden wollte. Diese ewig langen Staus hier. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich es machen soll. Oh Mann. Das ist richtig scheiße. Ja, das wirklich Schlimme daran ist, dass der Kreisel eigentlich nicht benutzt ist. Der Kreisel ist komplett frei. Ich habe hier 6 Spuren frei. Und sie werden einfach nicht benutzt. Das ist die Scheiße an dieser ganzen Geschichte. Von dieser Ecke hier jetzt mal abgesehen, die komplett daneben gegangen ist. Na komm, das kommt wieder weg. Ich meine, die Autos benutzen es zwar. Aber es entlastet mich halt nicht. Das, was ich eigentlich erreichen wollte. Ah, Mann, ich verstehe nicht, warum sie diese inneren Spuren hier nicht benutzen. Ja gut, und ich habe jetzt hier halt auch Ampeln, ne? Wenn ich die Ampeln nicht hätte, wird das Ganze auch wieder anders aussehen. So, jetzt habe ich keine Ampel mehr. Jetzt habe ich da nämlich einen Autobahnkreisel draus gemacht. Das heißt, ich habe die Geschwindigkeit im Kreisel erhöht auf 100 und habe die Ampeln geklaut. Also wenn das die ganze Sache jetzt nicht entlastet, dann weiß ich es auch nicht. Das kann man hier theoretisch jetzt auch gerade noch machen. Obwohl ich hier eh keine Ampeln habe. Aber trotzdem.
Naja, immerhin staut es sich hier jetzt auf 3 Spuren. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Das ist doch schon mal Fortschritt. Und man sieht, der Stau ist wesentlich kürzer dadurch. Das war doch schon mal eine gute Entscheidung. Ist zwar immer noch Stau, aber es ist besser geworden. Wie sieht es mit meiner U-Bahn aus? 1700. Findet auch nicht so den reißenden Absatz, glaube ich. Vielleicht sollte ich noch eine U-Bahn-Linie in die entgegengesetzte Richtung machen. Wie hatte ich die denn überhaupt hier gemacht? Man kann sich jetzt leider nicht, wie bei Cities in Motion, die einzelnen Linien anzeigen lassen. Das wäre natürlich jetzt extrem hilfreich. Wie hätte ich das denn gemacht hier? Ich glaube einfach... So hier. Ja, ich mache mal hier gerade eine neue Linie auf. Und gucke mal, dass das im Idealfall funktioniert. Dass ich die hier entgegengesetzt mache. Und zwar einfach mal hier außen. Ich glaube, so hatte ich das bei der anderen Linie auch gemacht. Na. So. Der Verkehr hier in der Stadt ist eigentlich relativ entspannt. Das war bei meiner Hoppala, bei meiner letzten Stadt auch so. Die Zufahrtsstraßen sind zwar immer tierisch verstopft, aber wenn die Autos erstmal drin sind, haben sie eigentlich keine Probleme mehr. Aber man muss halt erstmal reinkommen, ne? Ich hasse das, ich hasse das. Es sind 2 Spuren noch frei. Komme ich nicht drauf klar, ehrlich. Ja, schon wieder. Schon wieder mittlere Spur besetzt und die anderen sind frei. Ich hasse das. Und das Spiel ist ja nur schon eine Weile auf dem Markt. Also das ist ein Bug, den hätte man eigentlich schon längst fixen können. Das kapiere ich nicht. Naja, wie dem auch sei. So, ich kann jetzt hier theoretisch hier drauf. Es geht wirklich. Kann ich noch einen Kreisverkehr bauen? Ob das Sinn macht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich könnte es. Gut, das ist erstmal, was ich euch zeigen wollte, meine Superkonstruktion. Dass ich das hier jetzt nicht wirklich in den Griff kriege, ärgert mich zwar. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich dagegen machen könnte. Warum hat er hier denn noch keinen Strom? Alles so Kleinigkeiten. Na gut. Und was mir gerade einfällt, in dem Kreisel, ne, hier war das. Hier gibt es auch Zonen. Das ist ein bisschen blöd, aber... Die waren im Editor schon grün ausgewiesen, weshalb ich jetzt befürchtet habe, dass hier schon Wohngebiete sind. Aber gut, ich könnte hier welche hinmachen, wird natürlich überhaupt keinen Sinn machen. Naja gut, ein Solarkraftwerk kann ich bauen, hat er mir gesagt, aber Strom habe ich mehr als genug. Was ich machen könnte, wäre diese alten Kohlekraftwerke abreißen und durch ein vernünftiges Solarkraftwerk ersetzen. Was
macht er denn? 160 Megawatt. Ölkraftwerk macht 120. Also von Leistung her ist es auch super. Und warum bist du schwarz? Außer Betrieb. Warum ist das so? Okay. Dann kannst du ja auch weg, wenn du eh außer Betrieb bist. Was soll das denn? Und dann kann ich mal gerade noch die restlichen Oberleitungen entfernen, die ich jetzt nicht mehr brauche. Jetzt ist er hier auch außer Betrieb. Okay. Wahrscheinlich habe ich einfach zu viel Strom. Kann natürlich sein. Das heißt, ich räume jetzt hier einfach mal noch so ein bisschen auf. Der kann, nee, der kann auch nicht weg. Ich habe hier keine Verbindung. Das ist ja krass. Na gut, okay. Ja, gut, dann soll es das erstmal gewesen sein. Ich wollte euch nur mal gerade, stolz wie ich war, diese beiden Sachen hier zeigen. Und wie gesagt, mit diesem unterirdischen Kram werde ich noch ein bisschen mehr rum experimentieren. Und dann werde ich auf jeden Fall gucken müssen, dass ich diesen Stau hier irgendwie in den Griff kriege. Aber ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Zumindest nicht autotechnisch. Die U-Bahn scheint ja auch nicht zu nehmen. Man könnte Züge vielleicht einsetzen, aber ob das so die Lösung ist, ich weiß es nicht. Ich bin, was Stau in diesem Spiel angeht, echt ein wenig überfragt, muss ich zugeben. Wie dem auch sei. Das war es für diesen Teil. Es war jetzt nicht besonders spannend. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, was ich hier gebaut habe. Und vielleicht inspiriert es euch ja genauso, wie es mich inspiriert hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Teil von Cities Skylines wieder. Bis denn.